Mit 15,6 Milliarden Euro unterstützt der Bund Länder und Kommunen allein in diesem Jahr bei der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung von Flüchtlingen und deren Integration. Doch in den Kommunen spitzt sich der Kampf um Wohnraum immer weiter zu. Die AfD fordert in einem Antrag, den sie im Bundestag vorgelegt hat, deshalb ein Vetorecht für Städte und Kommunen bei Zwangszuweisungen von Flüchtlingen. Heißt, wer voll ist, darf die Aufnahme weiterer Flüchtlinge verweigern. Es macht wenig Sinn, immer mehr Menschen hereinzulassen und insbesondere in Gemeinden zuzuweisen, Städte und Gemeinden und auch Landkreise zuzuweisen, wo bereits Wohnungsnot herrscht. Weil das führt dann zu Verdrängungsprozessen. Denn um diese Verdrängung zu vermeiden, sagen wir, die Städte und Gemeinden und auch die Landkreise brauchen ein Vetorecht. Wäre die Sicherheit und der soziale Frieden durch die angespannte Wohnungssituation gefährdet, könnten Städte und Kommunen von dem Recht Gebrauch machen.